So, das ist der verloren gegangene Teil sozusagen, den ich jetzt mal nachholen wollte. Du blödes Vieh. Ja. Ey, für, wo er hinschießen tut. Und wo da unten landen die Kugeln vom Gegner. Von mir. Vom Gegner. Wow, ich hab euch gesehen. So. Alles klar. Jo, was soll ich sagen? Nichts. Und zwar. Was soll ich sagen? Ja, es gab, wie gesagt, wie ich das geschrieben habe, ein Problem bei beim Rendern. Bei meinem Programm. Das hat dann halt eben das Ende irgendwie nicht mehr gerendert. Aber ich habe jetzt ein anderes Programm und ich habe auch noch andere Möglichkeiten, die mir gezeigt wurden, die ich aber erst noch testen muss, weil es, sag ich mal, bisher. Ja, bleib doch mal ganz locker. Ich gehe ganz woanders lang. Weil es da noch nicht ganz so einwandfrei funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Bisher nehme ich noch mit Traps auf. Hier nehme ich noch mit Traps auf. Ansonsten wollte ich es mit Afterburn probieren. Wurde mir von jemandem wärmstens empfohlen. Ist auch eine echt tolle Sache. Funktioniert bei mir bloß irgendwie, ich weiß nicht nur vielleicht bei mir, das funktioniert nicht so einfach und so toll, wie ich mir vorgestellt habe. Wie zum Beispiel jetzt habe ich eigentlich, ich habe ja nicht so die Probleme. Ich nehme ja hier mit Full Sides auf, mit Fraps. Es gibt nur einige Stellen, die ich auch, sag ich mal, im normalen Teil Probleme hätte. Und ja, da hätte ich dann halt auch nur Probleme. Ist klar, logischerweise. Und ich nehme ja hier mit Full Sides auf, das ist kein Wunder. Huch, nicht die Brechstange, Kumpel. Unten. Ach, die habe ich ja schon. Genau. Und ich habe da immer so einen komischen Ruckler drin und außerdem sind die Videos selbst so zu groß. Aber, also so zum direkt hochladen. Ach, scheiße. Ah, hier komme ich auch noch rein. Hier gibt es Magnum Money. Das möchte ich mir noch schnell antun. Oder euch. Schnell. Die Videos sind so zum Direkthochladen zu groß, also pff, muss ich mal gucken. Ich wollte sie dann auch nochmal rendern, weil die Qualität von den Videos ist gut und eigentlich die Aufnahmesache ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber eben halt noch nicht besser. Also ich muss mal gucken. Lasst euch überraschen. Vielleicht nehme ich mal bald nochmal mit einem anderen Programm auf. Qualität sollte sich jetzt trotzdem von den Videos eigentlich geändert haben. Boom! Jetzt aber hier drinne. Juhu! Lasst euch einfach mal überraschen. Also ich, wie gesagt, ich muss ein bisschen noch hin und her probieren, bis ich das finde, was ich am besten habe. Also wundert euch nicht. Guckt euch immer an, ich ziehe auf den Kopf und die Kugel fliegt im. Im Bauch. Wartet mal. Nee, das schalte ich jetzt nicht. Das probiere ich, guck mal nächstes Mal noch, ob ich hier sowas wie Auto-Aim noch anhabe oder sowas. Da, schon wieder im Bauch, Alter. Aus 2 Meter oder 3 Meter Entfernung. Schon wieder. Schieß doch mal dahin, wo ich hin will. Na, Kumpel, hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Bin besser als du. Wow. Oh Gott. Also, es läuft, wie seht hier eigentlich viel besser. Und im Prinzip, das ist noch nicht mal unbedingt das größte Problem. Ein großes Problem war eigentlich hauptsächlich, dass die Videos selbst, also die Aufnahme selbst, wenn ich die fertig hatte, mir angeguckt habe, haben die auch geruckelt an einigen Stellen. Also wenn die Sache, die ich hier gesehen habe, habt ihr auf dem Video 1 zu 1 drauf. Und was machst du da? Ich glaube es einfach nicht. Und bei Fraps, wenn es hier im Spiel ruckelt, das seht ihr fast gar nicht. Also in den Videos sehe ich das immer wieder, dass ihr das eigentlich den Unterschied fast gar nicht sehen tut. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit im Video nur von meinen Problemen gelabert mit den Aufnahmen, Scheiß. Und ich bin schon wieder am Ende. Das war es eigentlich schon. Wie gesagt, war nur ein kurzes Stück, ja. Das war eben halt nur das Teil, was fehlte. Und hier geht es ja schon im nächsten Teil weiter. Ja, ich würde sagen, das war's auch schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge und freut euch auf die nächsten Folgen auch noch. Aha, juhu, ciao.